Hallo, Instagram Live. Ja, ich muss mal mich hier auch ein bisschen mehr live zeigen und zeige euch auch mal hier, wie schön es gerade ist auf meinem Spaziergang und wollte ganz kurz mal drüber reden, ohne Shishi, weil dieses ganze Shishi hinterlässt immer wieder den Eindruck, dass es hier eine Welt gibt, die außerhalb von dir stattfindet. Dass du hier in Social Media Sachen siehst, die nicht für dich existieren oder die nicht aus dir herausgekommen sind. Und das ist eben nicht so richtig. Weil alles, was du siehst, alles, was du wahrnimmst mit deinen Augen, mit deinen Sinnen, ist deine Wahrnehmung. Das heißt, es ist deine Wahrheit. Wenn du also jetzt hier diesen ganzen Shishi auf Social Media wahrnimmst und denkst, wow, das ist alles fake, das kann ja niemand und das stimmt nicht und die wollen nur Kunden gewinnen, die wollen einem nur das Geld aus der Tasche ziehen und was weiß ich nicht was, dann ist es natürlich so. Aber wenn du jetzt mal erkennst, was Social Media wirklich ist, Social Media ist dein Pushed Out. Neville Goddard sagt, everyone, everything is you pushed out. Und jedes Ding, das du betrachtest, das entsteht durch dich. Das heißt, es kriegt seine Meinung, es kriegt seine Ansicht, es kriegt seinen Seinszustand durch dich. Und wenn dein Seinszustand eingeschränkt ist oder nicht frei oder unmöglich ist, dann siehst du natürlich alles aus dieser Perspektive. Dieser Seinszustand, andere können es, ich kann es nicht. Die können es, weil, die kommen aus einer guten Familie, weil. Das ist genau dieser Seinszustand, den du dann outpusht und den du dann verkörperst und der dir dann gezeigt wird, sei es in Social Media oder in Real Life. Und deswegen ist es so wichtig, diese Zusammenhänge zu erkennen und zu wissen, was das heißt, dass ich alles bin und alles ist wiederum ich und dass ich, wenn ich mich verändere, deswegen alles verändere. Und dann kommt auch wieder die Frage, oh mein Gott, wie soll ich mich denn verändern? Wohin soll ich mich denn verändern? Du musst dich gar nicht groß verändern, sondern du musst dich erkennen als das, was du wirklich bist, als göttliches, perfektes, energetisches Wesen, das erstmal unabhängig von Zeit und Form und Körper hier ist, sondern dass das einfach dein Urseinszustand ist, deine Wahrheit, deine wahrhaftige Essenz, die nichts mit deiner Geschichte, nichts mit deiner Vergangenheit zu tun hat und auch nichts mit den Ansichten zu tun hat, die du von deinen Eltern, von deinem Umfeld und von der Gesellschaft angenommen hast. Deine Ansichten sind frei, deine Perspektive ist deine Perspektive. Und alles, die ganze Welt, wird sich deiner Perspektive angleichen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, andere können Dinge machen, haben oder tun, die du nicht tun kannst, dann ist das deine Perspektive. Und die kannst du locker wechseln. Du kannst sagen, nee, das war früher. Das war mein Human Design, das mir gesagt hat, ich bin Körper, ich bin Form, ich bin Zeit gebunden. Nee, so ist es nicht. In Wahrheit bin ich Energie. Und Energie ist alles. Und alles, was ich sehe, kann ich zu dem machen, was ich will. Aber zuerst muss ich sein. Und ich muss diese Frau sein, diese Person, dieser Mann sein, der das weiß, wer er wirklich ist. Der das weiß, wer er wirklich wirkt und kreiert und manifestiert durch Ansichten. Und wie gesagt, wenn meine Ansicht ist, andere können was haben, tun oder sein, was ich nicht kann, dann wird das so bleiben. Aber es entspricht deswegen noch lange nicht der Wahrheit, weil die Wahrheit ist, everything, everyone is you pushed out. Alles spiegelt, reflektiert, zeigt dir deine Ansichten. That's it. Und so kannst du lesen, was deine Welt für dich für eine Message hat, was in dir alles so läuft. Und für mich war das natürlich hier, dieses Paradies, das du hier siehst, wo ich gerade laufe, war für mich nicht immer ein Paradies, es war für mich eine Qual.
bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, Schluss jetzt, entweder wird mein Leben geil oder gar nicht. Mein Körper war kaputt, ich konnte keinen Schritt mehr machen ohne Schmerzen. Ich habe mich meines Lebens überhaupt nicht gefreut. Die Last von allem, wo es nur gab, habe ich auf mich genommen. Und das war meine Perspektive. Das war ich. Ich war der Sündenbock. Ich war die, die immer alles machen musste, wenn es andere nicht machen wollten. Ich war die, die nie gut genug war. Ich war die, für die alles wirklich schwer war. Und wenn es nicht schwer genug war, dann wurde es noch schwerer gemacht. Das waren meine Ansichten. Das war meine Perspektive. Das war mein Ich Bin. Und wenn mich einer gefragt hätte, wer bist du? Dann hätte ich irgendwas gesagt. Aber gefühlt hätte ich was anderes. Da hätte ich gefühlt, ja, im Außen ist vielleicht dieses Label dran und ich habe diese Firmen und dieses Unternehmen, diese Skischule, bla bla bla. Aber im Innen, was ich wahrhaftig wirklich geglaubt habe, was meine Perspektive auf mich war, mein eigenes Selbstkonzept, war eben die es schwer hat, die alles kann. Keiner kann es anerkennen, keiner sieht es, keiner lobt mich, keiner unterstützt mich. Ich muss immer alles alleine machen. Ich werde nur unter Bedingungen geliebt, wenn ich einen Fehler mache oder wenn ich es mal nicht gut mache, nicht richtig mache, wenn ich mal laut bin, wenn ich mal unfreundlich bin, wenn ich mal traurig bin, dann hat es alles bitterböse Konsequenzen und ich werde bestraft. Und ich hoffe, dass dir das vielleicht etwas hilft, dass du erkennen kannst, dass du diesen Scheiß vielleicht auch noch denkst und über dich selber glaubst. Aber ich kann dir nur eins sagen, es ist eine verdammte Lüge. Das sind Ansichten, nichts weiter. Und diese Ansichten hast du übernommen und von denen hast du irgendwann mal geglaubt, dass die wahr sind und dass sie dir entsprechen. Aber in Wahrheit entspricht dir eine göttliche Ansicht. Eine Ansicht, dass du sowas von in Ordnung bist, sowas von richtig bist, sowas von gewollt und geliebt und unterstützt. Das ist die Wahrheit und das ist die Wahrheit, die für jeden entspricht, weil deswegen sind wir geboren hier. Und wir sind hier, um aufzuwachen, zu erwachen. Das ist nicht irgendein riesen spirituelles Shishi. Wow, ich bin erwacht. Das geschieht mir, weil ich auserlesen bin und alle anderen können nicht erwachen. Nee, ich bin erwacht aus diesem Lügenkonstrukt, das mir vorgegaukelt hat. Was ich tatsächlich die bin, die meine Familie in mir gesehen hat, die das Umfeld in mir gesehen hat. Dabei ist es nur ein Teil meiner Reise, um eben zu erkennen, erwachen, aufzuwachen, klar zu werden, deutlich zu sehen, dass mir diese Scheiße im Außen nur reflektiert wurde. Und diese Reflexion hat mir Gefühle über mich und Ansichten über mich gemacht, damit ich erkenne, dass es eine Scheiße ist. Dass es einfach nicht stimmt, dass es einfach nicht wahr ist. Deswegen ist mir der ganze Müll und das ganze Üble passiert, weil das ist der Sinn des Lebens. Ich nenne den Sinn des Lebens Divine Design Reise und nicht irgendwie so erwachen und wow, wow, wow. Das klingt immer so, als wären da welche auserlesen und so weiter. Wir sind alle eben auserlesen. Wir haben alle unsere eigene Welt, in der sind wir ganz, ganz einsam unterwegs und alle anderen sind nur Statisten und Schauspieler, die uns gerade zeigen, was wir hier sehen und was wir reflektieren. Und zwar so lange, bis wir merken, was wir für eine scheiß Perspektive haben, für scheiß Ansichten, was wir Zeug glauben, dass wir einfach nicht mehr glauben müssen. Kyla! Und genau um das geht's. Das ist der Sinn des Lebens. Und wenn du das erkannt hast, kannst du voll einsteigen in dein Divine Design Sein, in dein Divine Design Ich, in dein wahrhaftiges Ich Bin, einfach göttlich. Und alle anderen Geschichten abstreifen. Damit streifst du Schuld, Scham, Angst, Einschränkung, Beschränkung, Unterdrückung, streifst du alles ab. Bist neu geboren und lebst dann aus dieser neuen, höchsten Perspektive. Aber die musst du erstmal lernen, dann musst du sie annehmen. Und dann musst du sie implementieren, weil dein Verstand hat ja natürlich keinen Bock, jetzt wieder eine neue Sprache, alias neue Ansichten zu lernen. Der denkt, ich weiß es ja schon, warum soll ich hier jetzt alles neu denken? Warum soll ich jetzt alle Ansichten verändern? Ja, weil es einfach nur so geht. Nur durch dein Denken und deine Ansichten veränderst du deine
Perspektive und auf dich und auf die Welt. Das ist der Weg. Für alle genau so gedacht. Es ist ein Prinzip, funktioniert immer. Wenn du es rausfindest, kannst du es für dich und deine Träume nutzen. Und wenn das mit dir resoniert, dann habe ich jetzt noch Rising Up im Angebot. Super Mastermind für Frauen. Männer begleite ich gerne 1:1. Im Moment noch, aber ich denke, das wird sich auch ändern, dass es hier eine Gruppen-Community gibt von Männern, die diesen Weg gehen in ihr Divine Design. Und ja, der Preis ist gerade noch eingefroren. 4.000 Euro für 3 Monate plus monatlich ein intensives 1:1 mit mir. Und wenn du dich jetzt anmeldest oder zumindest mal bei mir meldest, dann kann ich diesen Preis für dich einfrieren. Ansonsten geht er die nächsten, keine Ahnung, 18 Stunden nach oben. Hab einen Timer gestellt. Und ja, wenn du diesen Weg gehen willst, let's do it. Ich weiß nicht, was es zu warten gibt. Es gibt auf nichts zu warten. Und eins der größten freudigen Erlebnisse ist tatsächlich, dass sich Freundinnen anmelden bei mir. Und das finde ich schon ziemlich geil. Und das heißt, es ist real. Es ist nicht fake, weil die kennen mich. Also, ich freue mich von dir zu hören. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich dieses Live hier ausschalte. Und wir sehen uns bald. Ciao, ciao.